Wer drückt bei Hardstone mit mir und Kapuzenbaum? Hallo. Obwohl das wurde Hallo. ja Zwölf gesagt, da musste ich das Stone auch mit Ö. Döll. Ja. Döll. Mal Ja, gucken, ob uns ich diese, bin auch wieder ob wir Döll. diese Folge wieder auf der Seite des Aggressors oder des passiven Spielers stehen müssen. Döll, sagt uns Bescheid. Wer sagt Beschild. dieses Öl? Es ist Ösi. Die Ösi. Bisschen anstrengend, oder? Also wenn du aus der Region kommst, kannst du sprechen, aber ich kann es halt nur, also konzentriert sprechen. Ich verspreche es nicht unabsichtlich. Okay, also du sprichst es nicht. Also Ich kann es kannst du aber nicht. aussprechen, aber ich spreche es nicht. Redet wer so bei euch? Wenn du im Radio hörst oder sowas, die reden alle. Das ist immer so lustig, du hörst sofort heraus, wenn einer aus Sachsen oder sowas rauskommt. Das hörst du Ja, sofort an der Stimme. vieles. Ja, also manche Dialekte sind ein bisschen anstrengender als andere, finde ich. Das stimmt. Aber da kann man ja nichts dafür. Die Also ich finde persönlich ist natürlich, weil ich hier komme vielleicht anders, Sächsisch eigentlich leicht zu verstehen. Es klingt halt nur lustig. Ja, da, es ist ja leicht zu verstehen, aber habe ich nur, was es gibt so Dialekte, die sind richtig cool. Und es gibt Dialekte, die entwickeln sich. Dialekte entwickeln sich. Das ist ja so Region. Ich habe mir da mal Gedanken darüber gemacht, so wie entwickeln sich Sprachen so. Ich glaube, dass Sprachen halt alle irgendwie so, ist ja, glaube ich, ist ja auch so, weiß nicht, ob das jetzt. Aber sind wahrscheinlich alle miteinander irgendwie verwandt. Oder eine, die sind dann in andere Regionen gezogen oder so, haben vergessen, wie das Wort heißt und haben dann einfach irgendwie anders dazu gesagt. Und dann, ich glaube, so wird es wahrscheinlich gewesen sein. Ja, irgendwann war meistens wahrscheinlich hat irgendwo ein Adelsfritze ein Wort falsch ausgesprochen und damit er sich dann Ja, nicht peinlich genau. ist, haben sie gesagt, jetzt ist das Wort hier so. Genau. Das ist einfach, das hat sich, glaube ich, so entwickelt. Und genau, das hat sich Dialekt entwickelt. Die haben dann einfach irgendwie, weiß nicht, wahrscheinlich immer dann ein bisschen anders dazu gesagt und man dann, wie es noch nicht im Buche niedergeschrieben worden war, hat man dann wahrscheinlich dann einfach gesagt, okay, ja, sagen wir einfach so dazu, wird schon passen. Und ich glaube, so ist halt der Dialekt dann auch irgendwie entstanden. Und es gibt so richtig coole Dialekte, aber wer ist denn auf die Idee gekommen und sagen so, hey, hello, da denkt man sich, das hieß aber früher anders, oder? Also deswegen denke Ja, dann ist es halt immer so für Nicht-Bayer, wahrscheinlich der bayerische Dialekt ist das, was im Deutschen meistens im ehesten auffällt. Ich fand es halt ja, immer. aber und über den wird sich am meisten lustig gemacht, was ich überhaupt nicht verstehen kann, weil ich Bayerisch eigentlich, Ja, das ist klar. halt auch irgendwie den Österreichischen am nächsten wahrscheinlich oder so. Aber nicht einmal deswegen. Aber ich weiß nicht, das ist irgendwie weniger lustig als Sächsisch, obwohl der eigentlich viel mehr in immer in. Obwohl der eigentlich immer öfter dran glauben muss, der bayerische Dialekt. Da wird sich immer leichter drüber lustig gemacht als über Sächsisch, obwohl ich das viel schlimmer finde. Aber da kann ja keiner was dafür. Also ich werde auch keinen sagen, boah, der österreichische Dialekt, der ist ja urscheiß. Ja, auch in Ordnung, wenn das so sagt. Aber man kann halt nichts dafür. Hoffe, dass keiner zwei dabei hat. Guckt euch jetzt mal kurz drauf. Ich brauche dringend noch irgendwo andere Karten. Auf die Weise nehme ich ihn zumindest das Schwert auch gleich mit ab. Na gut, er muss einen Hammer einsetzen. Das heißt, er kann die Runde wieder nichts ausspielen außer das Minion. Ich habe natürlich da dem Moment keine Karte gegeben. Und natürlich etwas, was ich. Maro, gibt Ja? es eine Sprache, die du gerne sprechen könntest? Japanisch. Du willst gerne Japanisch können? Kannst du auch mit jedem reden? Das kann ich aber ganz viele Animes schauen. Ja, aber ich Und Japan ist weiß nicht. von Technik her weiter als der Rest. Wieso? Da werden wir, glaube ich, schon mal drüber geredet. Wieso? Erklär doch mal. Na, Japan ist auch eine Technik-Hochburg. Japanisch oder Chinesisch auf jeden Fall, eins von den beiden Sprachen. Weil die am schwersten zu. Chinesisch, das Die ist sind am irgendwie schwersten zu so. erlernen und sind aber am wertvollsten, was Zukunft angeht. Glaube nicht, dass Japanisch so wichtig für die Zukunft ist. Glaubst du doch. Also Japan ist mit der Robotik Warum? auf jeden Fall war weit weiter als der Rest der Welt. Ja, aber was ist, aber da, es wird keiner, es wird jetzt nicht so der Wandel kommen, der Das weltweite, weißt du weil nicht. sag du, ja, natürlich weiß ich das. Es wird jetzt nicht so der weltweite Wandel kommen, wo sag, okay, wir machen das jetzt anders. Englisch ist nicht mehr die Weltsprache, heute ist Japanisch. Das So wird wird nicht es nicht passieren. ablaufen. Eben. Der dritte Hammer. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Obwohl Englisch ist ja eigentlich das primitivste von allen. Oder?
Englisch ist auf jeden Fall am leichtesten zu erlernen, das stimmt. Das ist auch urprimitiv, weil die haben ja einen Artikel nur und da gibt es keine Höflichkeitsformen und ja, so Englisch ist ja eigentlich die echt faul, wurde dem sicher nicht viel dabei gedacht und oder? Hier, Patrick. Oh Mann, das, wir Entschuldigung. sind auf jeden Fall auf der Position gewesen, dass wir den Scheiß hatten am Anfang. Glücklicherweise habe ich das ja aufgehoben. Er kriegt aber trotzdem eine Waffe. Ja, richtig. Dazu mein Leben ein bisschen zu schützen. Aber. Ah, hat trotzdem. Was? Er hat die perfekten Antworten drauf. Das war zu viel, leider. Aber Schütter vor der Macht von St Sturmwind mal. Sturmwind ist auch so ein Aids. Ja, das Der war's. Stormwind. Da können wir leider nicht mehr zurückkommen. Wir können jetzt noch Szenario Patrick, spielen, du aber. bist. Ja, seine Waffe. Die Waffe ist zu viel, plus alles andere. Aber du hast Spott am Arno auf den. Didi. Ja, der war dann zu viel. Er hat halt dreimal den Hammer gehabt, um jegliche meine Pläne komplett zunichte zu machen, indem er über meinen Torns vorbeischießen konnte. Und hat dann jetzt hier immer die perfekte Karte gehabt, um das Board zu clearen. Jetzt hat er Weihe. Ja, natürlich. Ha! Also unser Gegner war jetzt auf jeden Fall ein 12-Siege-Deck von den Karten, die er hat. Unser Deck ist schon mit den Siegen, die ich jetzt habe, bei Weitem gut bedient gewesen. Das ist, ich sag's doch noch. Jetzt hat er Weihe. Ach, was sie da. Jetzt hatten wir einfach das Pech gehabt, dass wir ein Deck getroffen haben, das von der Aufstellung her auf 12 Siege gehen kann. Da kannst du dann auch nichts mehr Das machen. war. Ein bisschen Zeit, da muss man sagen, was so. Hoffentlich hast du wenigstens gute Karte rausbekommen. Hätte einen Sieg zu wenig, um das volle Gold wieder zurückzubekommen. Ach komm. Und natürlich auch keine gute Karte oder sowas. Nein, nicht einmal das. Nein, natürlich nicht. Uns weiter durch die Gegend kloppen. Ist dann halt nochmal so. Mal noch ein bisschen Rank zum Abschluss. Ach, schade, wir sind 6 Siege eigentlich schon ziemlich gut bedient gewesen, weil wir hätten eigentlich mit dem Mangel einer OE dann schon viel früher rausfliegen müssen. Aber oft hat man Pech. In der Arena wird es immer versucht, so viel AOE mitzunehmen wie möglich. Das ist eigentlich der Haupttrick, um mindestens 7 Siege zu erreichen, weil mit AOE kommt ihr eigentlich ja immer irgendwo hin, weil ihr einfach nur irgendwo so die Qualität eurer, der gegnerischen Karten ausspielt, dass ihr einfach nur durch pure Kartenvorteile dann gewinnt. Zum Beispiel, wenn ihr ein paar Deck habt mit 4 Weihen, kann nicht schief gehen. Eine Weihe ist immer gut, egal was. Außer Kaltusat, aber. Das ist erst viel später. Gucken, was Hash für einen Schurken spielt, ob er Neo Miracle ist, ob er Mech ist oder doch was komplett anderes. Anscheinend ist er erstmal gar nichts. Wir davon ausgehen, dass er möglicherweise keine kleinen Minions spielt, spiele ich dann lieber den Pyromanten schon aus, um was auf dem Board zu haben. Ich bin aber gespannt, wann das. Den Barbieromat. Aber in dem Moment ist das auch kein Problem, weil. Ich kann ja sowieso traden. Was er unterschätzt, ist, dass ich natürlich so das Ding noch auf Feld behalte. Und er aber ein Dolch hat, der 2 Schaden macht. Also hier verschwendet es. Ja, stimmt. Der nächste Zug ist jetzt kacke, weil wir 3 Sechser haben und keinen Fünfer. Ich nur hoffen, dass er irgendwo das Board nicht unter Kontrolle kriegt. Was aber nicht tut. Und ich krieg ein Schwert, was mir gerade gar nichts viel bringt. Das hätte ich eine Runde früher gebraucht, bei 4 Mana.
Der Mechaniker Yoshi. Dann haben wir den Niti weg. Geben die Schilde hoch mit dem roten Alarm. Und machen weiter Schaden dahin, wo es weh tut. Hätte natürlich lieben gern Hogger ausgespielt, dabei dann er so perfekt getradet hätte, aber dann hätte der andere, der Yeti, den Hogger getötet einfach. Das wollen wir ja auch nicht. Den armen Hogger da sterben lassen. Noch mehr Yetis. Jetzt aber mit seinen Yetis. Gut, in dem Moment ist Hogger gar nicht schlecht. Kann sogar noch Hogger um ein AP buffen, dass er nicht an einem einfachen Ausweiden sterben kann. Was einer der Schurken, das die einer der besten Karten Schurken ist. Gegen Yoshi Schurken, kann auch nicht gegen killen. Schurkenkrieger, Palas, Schamanen, gegen alles außer Magier, weil die haben viel zu viele Removal-Spells. Doch Schamanen auch haben viel Removal-Spells. Palas haben kein Direkt-Removal. Hast du das Deck alleine stellen oder? Ja. Oder Teil? Also, ich habe natürlich die Idee irgendwo hergeholt, aber ich habe dann ein bisschen angepasst. Ah. Hat er seinen Effekt gemacht, um Ah. da durchzukommen. Aber jetzt, warte mal, ich bin der hast du nicht, gell? Leider, leider. Ja, aber das ist ein Waste, aber okay. Das ist auf Jetzt jeden ist so Fall gut für uns. Weihe. Ja. Ich würde ungern Weihe so benutzen, aber muss ich wohl. Irgendwann auch das Schwert benutzen, weil den Kleinen haut er natürlich weg. Kann nächste Runde vielleicht endlich meine bemannten Himmelsgolems da rauspacken. Ja, das ist absolut die Schlechteste dabei, wenn man sich aus dem Internet ein Deckideen holt. Man sollte halt nur wissen, was man damit macht und nicht einfach nur blind das Deck nachbauen und dann keine Ahnung haben, wie man es ausspielt. Das war halt ein bisschen lazy, aber das ist, finde ich, in Ordnung. Natürlich. Weil es Warum gibt sollst du dir denn nochmal nur Gedanken machen, wenn Leute. schon einer, der viel besser daran ist, schließlich die Gedanken schon gemacht hat? Ja, genau, weil Leute immer sagen, boah, das ist ja voll unsportlich und bäh. Aber ich glaube, war das nicht sogar unter in den Kommentaren oder so? Das weiß ich gar nicht. Leute gesagt haben. Hey, ich glaube schon, weil ich glaube schon, dass da irgendwo mal war, boah, ist ja voll faul, das bäh. Aber ja, haben wir eh schon mal, glaube ich, drüber geredet. Aber du, das ist halt. Warum soll man es sich nicht einfach machen? Ich bin nicht so gut, habe nicht so viel Zeit. Dann nehme ich halt ein Deck, was einfach schon gut ist. Obwohl, ich denke mir dann auch, warum nimmt er nicht den rein? Aber dann macht es die Kombination aus. Meistens schon. Klar, wenn jeder so denken würde, gibt es vielleicht nur ein Deck. Das ist Nein, wichtig. das Deck aber eine Schwäche hat. Dann gibt es das nächste Deck, was das Deck ausspielt. Wenn das Ja, Deck skillt, die klar. gleich gut sind, gibt es zwei verschiedene Decks. Wenn die wieder schwächen, dann gibt es vier Decks. Wenn die wieder schwächen, dann gibt es dann schon acht Decks. Die möglich sind. Zum Beispiel, zur Zeit gibt es für jede Klasse auf jeden Fall mindestens ein Deck, das du locker spielen kannst. Okay. Ah, warte mal, das ist auch ein geiles Thema, ist mir gerade eingefallen. Das ist jetzt wieder was komplett anderes, aber. Kann nie. Gestern. Was gestern war? Gestern war Frauentag. Ah, das wusstest du. Ja. Genau, wie findest du das? Dass gestern Frauentag war. So, nicht dass der war, sondern. Dass es sowas gibt. Das finde ich nicht schlecht, dass es sowas gibt. Warum? Warum denn Oder nicht? warum findest du es? Es Ja, treffe. eh, aber warum soll es sowas geben? Neben der Warum soll es. Frauentag war ja, glaube ich, damals entstanden, zumindest, als Frauen noch wirklich unterdrückt waren und alles. Und Ja, einfach nur ist es noch so? noch inzwischen, in manchen Situationen ja, in vielen Situationen ist es aber auch andersrum inzwischen. Also nicht jetzt Ja. abseits von den meisten, sagen wir mal, normalen Frauen, aber es gibt halt leider doch viele. Das sind leider keine Feministinnen, es gibt dafür kein richtiges Wort. Halt die Frauen, die nicht auf Gleichberechtigung aus sind, sondern nur auf Vormachtstellung ihrerseits. Weil ich hab, da war gestern bei uns im Radio so eine aus Berlin, so eine Feministin, und wenn du denen zuhörst, dann kommt das Kotzen. Genau. Also ich habe nicht mehr das Gefühl, dass Frauen so krass benachteiligt werden. So, dass dieses
In manchen Habe ich Situationen nicht. immer noch, aber in vielen Situationen Ja, ist. aber nicht mehr in Europa. Das Problem der Sache ist, dass die Frauen, die da als Vormachtstellung vorgehen, quasi den Ruf von allen kaputt machen und nur ihren eigenen Sinn da durchdrücken wollen. Ja, ne, die hat so gesagt, so na, weil die Frau immer noch unterdrückt wird und anerkannt. Und ich weiß nicht, wo die lebt, aber ich habe nicht mehr das Gefühl, dass sowas noch gibt. Wie Ist gesagt, das bei uns die. ist das, also das ist in manchen Ah. Religionen ja doch oft so. Ja, gut, aber das ist ja was anderes. Jawohl, ich werde aber tot sein. Mach Grüße, mach Grüße, mach Grüße. Bitte mach Grüße. Okay. Hab ich nicht dazu gelassen, ihn noch zu töten. Hahaha, jawohl. Ja, da ja tot sein, Bitch. Kaputt. Hey. Nein, aber dieses Frauen werden unterdrückt, das ist doch schon lang nicht mehr so. Bei Das uns ist auf jeden Fall vielleicht, vielleicht. nicht. Bei uns Also ist, ich. sagen wir es so, wenn man wirklich beobachtet, wie damit umgegangen wird in Medien und sowas, auch in Amerika vor allem, es ist an sich schon andersrum inzwischen. Dass in vielen Situationen vor Recht und allem eher der Mann unterdrückt wird. Wenn Sie zum Beispiel die Frauenquote anschauen, die Sie jetzt eingeführt haben, oder bald einführen werden, für Geschäftsregionen, in dem Moment wird bei einem gleichwertigen Werber zwischen Mann und Frau, die Frau bevorzugt. Das ist nicht mehr Ja. diskriminierend gegenüber dem Mann. Nur weil Ja, das. Diskrimination nicht auf eine Frau ausführt, ist nicht immer noch Diskrimination. Nur, das Ja, darf ja. natürlich keiner sagen im Fernsehen oder sowas, oder kein Mann traut sich das, weil du Ja, dann das ist auch. sofort niedergemetzelt wirst. Das ist auch zum Beispiel bei Verkäufer oder so, da werden Verkäuferinnen oft lieber gesehen als Männer. Ja. Das ist immer so krass, wenn ich irgendwo gelesen habe, so Verkäuferin gesucht, dann steht da, dann denke ich mir, warum gerade eine Frau? Ein Mann sucht auch einen Arbeitsplatz. Also das ist so, da wird ganz schnell, da wird, weißt du, da wird ganz schnell, das ist aber nie eine Thematik, so, Ja, richtig. Es geht immer nur wo. bei den, wie wir schon öfters gesagt haben, der vokalen Minderheit dann darum, ihre eigene Vormachtstellung auszupacken. Es war früher sicherlich, war sicher die Frau, ist nicht unterdrückt, so überall, Es ja, Küche ist und bla. richtig. Und Aber. wenn heute noch er sagt, na, heute heißt es ja noch Freunde Küche, das ist aber nur Scherz. Also ich habe noch kein Internet oder so und diese ab in die Küche Jokes, das ist doch alles nur Scherz. Und wenn da so, ja, das ist aber auch schon zu viel. Nein, das ist nicht zu viel. Weil dann darf man auch Männer nicht unterstellen, dass sie schwanzgesteuert sind. Das ist auch nur Scherz. Ne? Also da muss ich auch dann auch auf der anderen Seite wieder ruhig sein. Aber, ja, also ich finde das nicht gut, Mann. Das Schlimme in dem Moment ist eigentlich eher, dass diese, ach so, auf Frauen Gleichberechtigung ausgesetzten, ich habe ja keinen Namen, ich denn an sich, keine Ahnung, ich will niemanden da beleidigen, die greifen dann ja sehr schnell an danach, Nein, 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 wir können nur. dass sie auch normale Frauen angreifen. Wenn jetzt eine Frau einfach hingeht und sagt, okay, mein Mann verdient genug, wir haben 4 Kinder, ich kümmere mich lieber um die Kinder in dem Moment, ich bleibe zu Hause, werde Hausfrau, dann wird diese Frau für ihre Entscheidung angegriffen von diesen Leuten. Wie meinst du? Wenn jetzt eine, wenn, es gibt viele Fälle davon, wo diese Femme, wie man sie, keine Ahnung, ich kann das Wort nicht aussprechen, weil man kriegt ja wirklich einer in die Backe, weil die sind ja, wir können es ja so sagen, sie versuchen, oder sie erschaffen es ja sogar, durch ihre Androhungen von Gewalt und anderen Sachen, durch die Angst dadurch, Taten auszuführen. Ihr könnt ja gerne nach der Definition von gewissen Sachen suchen, dann findet ihr ganz schnell, was ich damit sagen möchte. Ja, aber Aber in dem Moment die einfach drohen nur. doch nicht. Natürlich. Der wer? Das sind ja die ganz Extremen. Von die rede ich ja nicht. Aber Ja, du die redest ja drohen von. mit Klagen und sonst was in allem. Und die gehen auch aggressiv vor. Und es gibt zum Beispiel, was ist sogar der Science Guy, der so eine etwas anspielerisches Hemd anhatte. Aber nee, oder was, nee, es war, glaube ich, der Typ, der als allererstes diesen Mars-Mission da gelandet hat oder sowas war das in dem Moment. Und der Vorsprecher in dem Moment hatte ein anstößliches T-Shirt an und wurde komplett zerpflückt in den Medien Okay. von selbsternannten Frauenrechtlerinnen, die eigentlich nur auf Männer unterdrücken aus sind. Im Gegenzug Ja. aber gab es einen anderen Film bei Ellen und sowas, wo sie halt komplett Männer diskriminiert und sonst was haben, beleidigt haben überall, nur dann ist alles lustig und schön. Es ist immer diese Heuchlerei dabei, die da richtig stört. Habe auch nicht mehr das Gefühl, dass es, also auch nicht mehr ist ja auch das falsche Wort. Ich habe nicht das Gefühl, dass es in irgendeiner Art und Weise noch so ist.
Bei uns auf jeden Fall nicht. In anderen Ländern ist das schon Ja, so. in anderen Ländern ist es ja bestimmt und bei uns ist es vielleicht auch so, aber ich sage mal so, in anderen Mentalitäten ist es wahrscheinlich sogar noch bei uns so. Aber das ist dann die Richtig. Mentalität In dort. den Das ist dann El bei den einfach. älteren Köpfen ist das manchmal noch mit drin. Nein, nicht vielleicht in älteren Köpfen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass vielleicht, weiß ich nicht, in. Boah, was sagt man am besten, ohne rassistisch gleich wieder zu wirken? Kann mir vor, okay, ich sag mal so, ich kann mir vorstellen, dass in manchen Religionen das einfach anders ist noch heute, dass man da noch ein bisschen. Dass man in manchen manchen Religionen da, auch hier, dann da vielleicht noch immer so gehandhabt wird. Das ist auch wahrscheinlich noch so. Aber das macht halt dann die Ja, richtig. Religion. Es ist Aber so es. nach Staat und Gesetz oder so ist doch alles jetzt eh schon irrsinnig auf gleicher Stufe. Bei uns ist das so, ja. Wobei auch vor Gesetz ist es nicht manchmal ausgeführt. Es ist nur eine. Jetzt, wir können jetzt springen von Thema zu Thema, aber es ist ja vor allem jetzt bei dem Sache auch mit Pädophilen und sowas. Jetzt nur die Vorstellung. Eine Lehrerin geht in die Jungenumkleide. Denkst du dir bei irgendwas Schlimmes dabei? Nee, eh nicht, weil der Mann ist ja quasi das Ja, stärkere Geschlecht, so, ja. aber ein Lehrer geht in die Frauenumkleide. Auf einmal, Ja, oh klar. Gott, und das ist genau Ja. das Gleiche. Ja, du hast recht, du hast komplett recht, Das ist ja. absolut genau das Gleiche. Wir haben beide da nichts zu Ja. suchen. Ja, du hast recht. Aber das ist Das, halt diese worauf du fehlerhafte hinaus willst, Perspektive in meine dem Moment. Liebe. Das ist einfach nur das von Gefühl her, da natürlich entschieden wird. Genauso. Frauen vergewaltigt, das hört man ja öfters mal, das ist schlimm, die müssen geholfen werden. Wenn man dann andersrum denkt, Männer werden auch vergewaltigt, sogar fast genauso viel. Männer werden in Beziehungen noch eigentlich viel schlimmer. Also es geht quasi, ich glaube, 53 zu 47% ist Gewalten in einer Ja, Ehe aber an Männer Männer werden ausgeübt. doch, also das habe ich noch nie gehört und ich kann es mir auch schwer vorstellen, wenn ich ehrlich bin. Aber wo werden Männer vergewaltigt? Also es passiert sicherlich, aber wo hörst du das? Das hört man eben nicht, weil sie Männer nicht in die Öffentlichkeit gehen, weil sie es eben nicht, ihnen niemand glaubt, sie nur ausgelacht werden würden. Genauso, aber was halt absolut bewiesen ist, dass häusliche Gewalt viel mehr von Frauen auf Männer ausgeübt wird als andersrum. Aber wenn ich ehrlich bin, ich kann mir schon, aber ich kann mir aber, wenn ich ehrlich bin, eher vorstellen, also wenn jetzt ein vergewaltigt wird, dann kann ich nicht so glauben, weil ein Mann, weiß ich, glaube ich, er hat doch mehr Kraft auch dann auch, glaube ich, in einer extremen Situation. Na, Denke ich, das stellst du dir kann jetzt man schon vor, vorstellen. aber es Ja, gibt ich kann genug mir das Frauen, schon die ein stärker Stück sind weit als du, die vorstellen. dich auch vergewaltigen könnten. Es gibt auch genug Situationen, wo man dich Keine Frau einfach. ist stärker als ich. Es gibt auch Nein, Spaß, Situationen, wo man einfach aber. über Drogen und sowas erreichen kann. Dann hast du auch keine Wahl mehr. Würde sagen, ja, der muss doch es wollen, damit da irgendwas funktioniert. Du kannst genauso gut Medikamente einflößen, damit das funktioniert. In vielen Situationen geht es da auch viel mehr darum, um die Ausübung der Macht, der Vormacht gegenüber den anderen. Viel weniger um das Sexuelle in dem Moment. Ja, das ist genau das Gleiche, wie dass Frauen auch Kinder vergewaltigen, also dass es auch pädophile Frauen gibt. Das denkt man auch sozusagen nicht drüber nach. Ich Weil muss du mich denkst gerade dir, an die im Moment denkst du jetzt sozusagen vor, so von wegen, ja, an die, was ich, etwas besser aussehende Lehrerin da, die, oh, der hätte ich kein Problem gehabt. Und dann musst du darüber Das nachdenken, sagt, es hätte eher die etwas ältere Lehrerin gewesen sein und die hätte der nicht das vordere Teil benutzt. ja, das war ein Kumpel von mir, das mal gesagt. Irgendwo mal gele wie alt war er da? 13 oder so? Oder 14? Er hat gesagt so, ja, ne, ja, er hat mal gehört, dass TG, er hat irgendwo mal gelesen, dass eine Frau quasi irgendeinen Jungen vergewaltigt hat oder so. Und er hat das so gemeint, so, ja, was? Ist doch scheißegal, ich würde mich halten. Ich fand das so lustig. Jetzt meine ich halt nur, das ist halt immer diese. Ja, sehen. Das war eine Lehrerin in irgendeiner Schule in den USA, die mit einem Schüler, mehreren Schülern gestorben, zwei Lehrerinnen, die mit einem Schüler gestorben. Ich glaube, so rum war das. Dann kam sie da frei und hat es direkt wieder getan. Also. Die Lehrerin? Die Lehrerin, ja. Gut. Du wurde da wieder Lehrerin? Ist dann nochmal freigekommen und durfte, hat noch eine Chance, nochmal lehren zu werden, hat es direkt wieder getan. Was? Echt? Ja. Wird doch mal eine Chance bekommen als Lehrer? Also wenn du normalerweise einem Kind was tust oder so, Das, ist der war doch nie mehr ein 17. Beruf. Hä? Der war kein Kind. Er war ja also alt genug, um zu wissen, was er tut. Er durfte in dem Moment, weil sie Lehrerin war, nicht mit ihm. So.
Also er hat natürlich nirgendwo da irgendwo in dem Moment nicht gegen den Willen des anderen gehandelt. Geht nur darum, dass es dann da auch irgendwo. Ich meine, viele von uns kennen bestimmt, ich kann nochmal zum Anmal, damit es ein Bild im Hintergrund ist, wenn ich rede, die South Park-Folge, wo es darum geht, wo sozusagen die Schullehrerin, die Kindergartenlehrerin dann was mit Ike hat, dem kleinen Bruder von Kyle. Und egal, wo Kyle hingeht, das zu sagen, alle sagen nur heiß oder sowas. Das ist einfach nur. In vielen Situationen kann man sagen, ist da einfach nur die falsche Perspektive noch in den Köpfen, weil man denkt sich immer so. Halt auch im Kopf dann irgendwo noch der Mann, wie du auch sagst, der Mann ist da das stärkere Geschlecht, also kann eine Frau einen Mann da irgendwo gar nicht dazu irgendwas zwingen. Also das ist tatsächlich doch der Fall. Nur traut ein Mann sich dann viel weniger an die Öffentlichkeit damit, weil man, wie du jetzt auch selber reagiert hast, da einfach nicht glaubt. Und wenn du jetzt einfach Ja. zur Polizei gehen würdest, allgemein so hingehen würde, meine Frau schlägt mich. Ja, denkst du, irgendjemand mit dem helfen? Die meisten würden lachen. Ja, es stimmt. Und geschweige denn, ich glaube, nicht mal eine Anzeige würdest du machen, weil einfach, das war einfach so, du warst frech, zack, und da Ja? gibt's aber nichts. Das, ich glaube, das wird gar nicht als Gewaltakt gesehen, sondern eher als, du warst frech, hast dir verdient, weißt so. Das wird Das ist richtig, aber dann vor unter ein anderes Gesetz, Licht gestellt, zum weil der Mann Beispiel, würde wahrscheinlich das eher belächeln, so. eine Ohrfeige, eine richtige Ohrfeige oder sowas ist auch eine Körperverletzung in dem Moment. Aber Natürlich. hast du einen manchmal gesehen, der wegen der Ohrfeige dann zur Polizei gegangen ist? Weil der Mann einfach ein Mann ist. Richtig, an wenn dieser zum Umdrehter wiederum, dann sofort. Das, oder Ja, ich, genauso, ja. wenn eine Frau einen Mann verprügelt, dann wird fast keiner eingreifen. Andersrum würden sofort jeder einspringen. Ja. Ja, das ist so. Boah, ich hab mal ein Video gesehen. Ich habe mal ein Video gesehen, wo ein Mann, also das waren so zwei schwarze Frauen, haben einen Mann, ich weiß nicht, das war richtig, da war 2 Meter oder so der Typ. Und die sind so angegangen und gesagt, ah, dreh dich um, und dann haben die ihm eine gegeben, die haben dann eine Ohrfeige gegeben, den Typen. Und der Typ schaut. Und gibt dir auch eine, aber so richtig, dass es durch den Bildschirm hast es gespürt, Maro. Also so richtig, so, tschak, das war so gut. Und ich dachte, ich hab mir gedacht, so yes, gut gemacht. Und daraufhin ist sofort einer aus der U-Bahn gesprungen, hat er auf den Typen eingeprügelt. Der Typ war eh viel stärker als die alle zusammen. Aber trotzdem fand ich so ungerecht, dass der Typ eine bekommen hat. Der Typ hat so kassiert in dem Moment, also beide. Der Typ, der was eingegriffen hat, der hat noch mehr kassiert als er, aber trotzdem. Die haben dann zu dritt auf den einen eingeprügelt, was ich so scheiße fand in dem Moment, weil das ist so, die Frau hat sich einfach rausgenommen, ihm eine zu geben. Ich meine, wer ist sie? Richtig, er hat in dem Moment nur aus Notwehr gehandelt. Dafür gehört es auch, weil sie Ja, die und er hat Kameraaufnahmen dir halt hat. auch eine gegeben. Und das ist einfach so super. Och, ich finde dieses Dings, Frauen schlägt man nicht, das ist das dümmste Argument, so seit Menschengedenken, so. Das ist einfach, weiß nicht, Ja, die da Aussage geht sollte da, einfach nur das. heißen, Menschen schlägt man nicht. Da ist er, ja, genau, da, ja, genau. Das ist einfach gleiches Recht für Oder alle so. auch Und keine wenn die mir Tiere. eine gibt, dann gebe ich ja auch eine. Und dann sage ich, nee, ich schlage nicht, ne? Demütige mich vor allen anderen, aber ich schlage keine Frauen. Genau, so weit kommt's. Ich habe noch eine andere Situation davon gesehen, und zwar da war ein etwas beleibterer schwarzer Mann auch, wurde von zwei Feministinnen halt die ganze Zeit belästigt, ihn angestupst haben, weggestupst haben, alles. Und halt die ganze Zeit wirklich die ganze Zeit auf ihn eingeschrien und sonst was haben. Er hat halt nur zurückgewichen, hat sie halt nur auf Abstand gehalten, und als sie dann wirklich ihn komplett bedrängt haben und bedroht, hat sie halt weggeschubst. In dem Moment hat sie sofort das Handy gezückt vom Wegen, aufgenommen, alles. Nur diese eine Situation, wo er sie weggeschubst hat und wollten dann dafür irgendwo den Drang kriegen. Obwohl sie ihn quasi Ja. schön auf der Kamera aufnahmen und sie ihn davor, weiß ich, 5 Minuten oder sowas bedrängt haben. Und er sie dann nur weggestoßen hat. Ja, das Ding ist, muss sich nichts als Mann gefallen lassen, genauso wenig wie man sich als Frau was gefallen muss. Nur ich hasse dieses Argument, Frauen schlägt man nicht. Das finde ich so schwachsinnig. Wenn die mir eine gibt, dann hat sie auch eine. Und ist nicht so, dass ich da jetzt zum Schläger wäre, aber wenn das ist einfach respektlos, egal wem gegenüber, ne? Das Richtig. ist einfach nicht in Ordnung. Man hat einfach nicht das Egal wer Recht, das ist. jemanden zu schlagen, außer man Ja. macht es aus Notwehr Ja, oder. weil die demütigt dich in dem Moment vor allen anderen Leuten, ist respektlos und die einfach eine Grenze überschritten, die nicht okay ist. Und wenn ich dann noch sage, nee, ich schlag keine Frau, dann ist es doch das Dümmste, dann lässt du dir doch das doch gefallen. Das finde ich nicht in Ordnung. Ja,
Das ist immer eine Ich Frage für meine, euch dann das Beste, oder? was dir passieren kann, ist, dass du ihr keine gibst und du hast Glück und der Polizei ist in der Nähe und sieht das und kriegt eine Strafe. Das ist das Beste, was dir passieren kann, ne? Weil da tut sie auch am meisten weh. Schlagen ist sicherlich in keinem Fall irgendwie gut und bringt keinen weiter, aber generell dieses Argument, schlag mich, tritt mich, ich schlag keine Frau, finde ich halt immer sehr, sehr dumm. Weil da lässt man sich ja machen, was man will. Schon, sorry. Ich jetzt noch zum Abschluss, weil die Folge schon lange vorbei eigentlich. Guckt euch mal selber sozusagen an, überlegt für euch selber. Ehrlich. Wenn ihr eine Situation seht, eine Frau schlägt einen Mann, halt richtig, oder boxt ihn, schlägt den Ohrfeigen, der Mann schlägt dann einmal zurück. Wem würdet ihr helfen? Ehrlich. Guckt euch ehrlich an in dem Moment. Nicht jetzt so verfangen, ja, natürlich würde ich dann dem Mann helfen, weil wurde ihr angegriffen. Sondern schaut euch mal ehrlich und dann überlegt mal, was ihr hättet getan in dem Moment. Hättet ihr eingegriffen? Hättet ihr gar nichts gemacht? Oder wenn ihr eingegriffen habt, wem hättet ihr geholfen? Oder hättet ihr vielleicht ihn umgebracht? Sagt Bescheid. Das hoffentlich nicht, aber könnt es natürlich auch mit in die Kommentare schreiben. Ja. Schütze töten. Was macht man nicht? Das ist richtig. Na dann, Leute, danke fürs Zusehen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.